Das Video hat jetzt nicht wirklich einen Grund, sondern ich dachte mir, dass ich einfach mal mein Herz öffnen will und über das rede, was mich in meinem Leben beschäftigt, was mich in Bezug auf Erfolg beschäftigt, worüber wahrscheinlich niemand redet. Ja, Erfolg wird immer so als nur schön dargestellt, aber es gibt auch Dinge, die einen dann wirklich beschäftigen, die im Kopf sind, auch wenn man Geld verdient etc. Und auch darüber zu reden, wieso vielleicht auch viele erfolgreiche Menschen kaputt gehen irgendwann oder abheben. Ich dachte mir einfach, wieso ich nicht auch mal darüber komplett ehrlich mit meiner Community rede, mal einen Blick hinter die Kulissen gebe, was das mit einem macht, erfolgreich zu sein, was sich da auch in seinen Gedanken abspielt, wie man damit auch teilweise zurechtkommt. Weil ich glaube, dass ich in diesem Video Dinge sagen kann, die ich einfach auf meinem Weg gelernt habe, die mein Mindset auch sehr geprägt haben und mir auch gezeigt haben, was wichtig ist im Leben, was unwichtig ist, um richtig zu denken, ein richtiges Mindset zu haben und langfristig glücklich zu sein. Allein wenn ich ein paar Menschen damit inspiriere und ihnen wichtige Learnings da mitgebe, ist es mir das schon wert. Und dieses Video hier, damit das klar ist, das hat nichts damit zu tun, was für Probleme man hat, wenn man Erfolg hat. Ich bin so dankbar für alles. Ich bin für die kleinsten Dinge im Leben dankbar. Ich wache auch jeden Tag in der Früh auf und sage mir wirklich ganz kleine Sachen, die normal selbstverständlich sind, dass ich dafür dankbar bin, wie ein Dach über dem Kopf zu haben, gesund zu sein, genug Essen zu haben, weil das einfach alles nicht selbstverständlich ist. Zuerst, was man wissen muss, ist, oft probiert man im Leben einen Weg, egal in welchem Bereich, im beruflichen Bereich, im privaten Bereich, in Beziehungen etc. Und man versucht und es klappt nicht. Und es ist extrem wichtig, teilweise nicht blind da immer weiterzumachen, sondern mal zurückzuschalten, einen Schritt zurückgehen, zu reflektieren, was ich immer sage, und dann wieder neu nach vorne schauen. Man kann sich das so vorstellen wie eine Fliege, die ganze Zeit gegen eine Fensterscheibe fliegt, weil sie zu ist. Und sie probiert es die ganze Zeit und fliegt immer dagegen, aber daneben ist ein offenes Fenster. Aber das sieht sie gar nicht. Und um das zu sehen, muss sie erstmal zurückfliegen, sich zurücknehmen, reflektieren und dann nochmal nach vorne schauen, das offene Fenster erkennen und dann diesen Weg gehen. Weil nur wenn ein Weg im Leben nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht andere Wege gibt. Das bedeutet, es ist so wichtig, reflektiert zu sein, sich manchmal zurückzunehmen, zurückzugehen, Schritte zurückzumachen und dann nach vorne zu sehen und einen anderen Weg zu gehen. Und was dabei auch sehr wichtig ist, ist, du musst wissen, was dein Ziel im Leben ist. Was sind deine Ziele? Unbedingt, weil stell dir vor, dein Ziel ist ein Baum und du stellst eine Leiter an diesen Baum. Sprich, der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, und kletterst hoch und kletterst hoch und kletterst hoch und irgendwann kommst du oben an und erreichst das. Aber was bringt dir das, wenn das der falsche Baum ist? Wenn dieses Ziel dich gar nicht glücklich gemacht hat? Das bedeutet, es ist extrem wichtig, zurückzugehen, zu reflektieren und die Leiter an den richtigen Baum zu stellen und dann dort hoch zu klettern, anstatt einfach irgendwelche Ziele zu verfolgen, die dich im Endeffekt gar nicht glücklich machen. Mal ganz ehrlich, bei mir, das ging alles extrem schnell. Ich habe das Ganze gegründet, ich habe sehr viel Arbeit investiert, um einfach etwas zu schaffen, was Menschen etwas hilft, geile Produkte zu machen, ein Team zu gründen, wo Menschen einfach nach vorne kommen. Und ich habe das einfach nur aus meinem Herzen gemacht. Generell mein Start war rein aus dem Herzen, was ich liebe. Mein Traum war es einfach, das zu machen und zumindest 1500 Euro im Monat zu verdienen, damit ich davon leben kann. Das war mein einziger Traum. Das habe ich auch damals meinem Coach erzählt, mit dem ich oder einer Person, zu der ich aufgeschaut habe, was einfach mein Traum ist. Und so hat das Ganze begonnen. Und dadurch, dass ich meine Arbeit anscheinend auch sehr gut mache, weil ich das einfach liebe, weil ich da zu 1000% mit Herz dabei bin, ist das einfach auch extrem gewachsen und ich habe einfach auch Erfolg dabei. Und du musst dir denken, von jemandem, der damit beginnt, mit 21, der 5 Euro pro Stunde irgendwie mit Personal Training sich verdient,
einen verrosteten Suzuki von seiner Mama fährt, zu jemandem, der etwas aus seinem Herzen macht, aus Liebe, aber auch auf einmal finanziellen Erfolg hat. Und das macht einfach auch etwas mit dir. Darauf musst du auch irgendwo klarkommen, weil es irgendwo unrealistisch ist, weißt du? Weil es manchmal so ein bisschen wie im Film ist. Und wichtig zu sagen, ich sehe das nicht als besonders. Menschen, die Erfolg haben, die können etwas gut, aber die sind keine besondereren oder besseren Menschen als du, als er oder als sie. Wir sind alle Menschen und jeder muss wissen, dass jeder etwas schaffen kann und dass niemand etwas Besseres ist. Niemand steht auf einem Podest. Niemand, der Erfolg hat, ist irgendwas Tolleres als jemand anderer. Wenn ich etwas schaffen kann und Erfolg habe, kann das jeder. Weil ich bin ja genauso jeder und hatte nichts. Und auf einmal sitzt du da und du bist irgendwie alleine damit, weil du auch nicht weißt, mit wem du darüber reden sollst. Weil in meinem Umfeld das auch niemand erlebt. Und zweitens, weil wenn du das auch ansprichst teilweise in deinem Umfeld, du spürst da gleich irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, aber du spürst da sowas Negatives. Du spürst irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Neid, aber das ist irgendwie komisch. Und jetzt kommt's zur Sache, die ich damit sagen will. Und Thierry Henry, der Fußballer, ja, der ehemalige Fußballer, hat etwas extrem Gutes gesagt, was ich letztens gehört habe. Und zwar, Erfolg darf dir nie zum Kopf steigen. Und dass das die größte Gefahr ist, das größte Risiko am Erfolg, und das ist auch der Grund, wieso so viele irgendwann Höhenflüge haben und einfach sich so in diesem Erfolgsding und diesem Geldding verlieren. Und das ist die größte Gefahr, das ist das größte Risiko am Erfolg. Weil extrem viele erfolgreiche Menschen vergessen, wieso sie damit begonnen haben. Sie vergessen den Grund, wieso sie damit gestartet haben, weil sie auf einmal erfolgreich werden, viel Kohle verdienen und auf einmal nur noch das sehen und das zum Grund wird, damit sie weitermachen. Und das ist das Schlimmste, was passieren darf, wenn du mit etwas beginnst, aus Liebe beginnst, irgendwann finanziellen Erfolg hast, erfolgreich wirst und das dann... Und dann dieser Erfolg, der Grund wird, wieso du das machst. Das darf nicht passieren. Wenn Erfolg und Geld dein Antrieb wird, was ist dann, wenn du das irgendwann hast, wenn du das erreicht hast? Du brauchst einen komplett anderen Grund in dir, um das zu tun, was du da tust. Und das ist meistens das, wieso du damit begonnen hast. Es ist oft so in den Köpfen der Gesellschaft, dass du, wenn du viel Geld hast, sagen wir, wenn du Millionär bist, dass das alles im Leben ist, dass dann dein Leben komplett anders ist und du komplett glücklich bist und dass das so das Ziel ist. Aber das ist absoluter Schwachsinn. Und ich weiß das, egal ob du Millionär bist oder kein Millionär bist, das macht dich kein Stück glücklicher. Das ist sogar psychologisch bewiesen. Wenn du da nicht dich verwirklichen kannst, nicht einen anderen Antrieb hast, zum Thema Glücklichsein gehört so viel Erfolg und Beruf und Geld ist ein kleiner Teil. Und ich will, dass junge Leute nicht denken, dass das große Ziel im Leben ist, Millionär zu werden. Dass du finanziellen Erfolg hast, muss automatisch passieren, weil du etwas wegen einem anderen Grund als Geld machst. Weil du etwas aus Liebe machst. Wie ich damit begonnen habe, ja, wie ich gestartet habe, das war rein aus dem, ich liebe das, was ich tue, ich liebe das. Ich wollte nur davon leben können. Und es ist extrem wichtig, wenn man dann Erfolg hat, dass dieser Grund immer da bleibt. Dass Erfolg und Geld dich nicht verändert. Darum geht's. Ich habe sicher schon 1000 Nachrichten bekommen, wo mir ein Mensch gesagt hat, dass ich sein Leben verändert habe. Und 1000 Menschen ist unfassbar viel, die das zu mir sagen. Und jede einzelne Nachricht von denen erfüllt mich viel mehr, macht mich viel mehr glücklicher als irgendein finanzieller Erfolg. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Das ist was anderes einfach, weil wenn du mal Kohle hast, dann hast du eh Kohle, ja. Aber das Problem ist, wenn dir dann der Sinn fehlt, wieso du tust, was du tust, das darf einfach nicht passieren. Und ich habe mir einfach geschworen, dass mich das niemals verändert. Geld und Erfolg darf mich nie verändern, wieso ich das tue, was ich tue. Weil das war nicht der Grund, wieso ich damit begonnen habe. Und das ist nicht der Grund und das wird der Grund nicht sein.
Und das ist wichtig. Wir hatten nichts. Meine Mutter, wie die studiert hat, die ist putzen gegangen. Ich habe am Anfang gar nichts. Ich hatte kein Auto. Ich bin mit ihrem Auto rumgefahren etc. Und natürlich ist das jetzt Freiheit. Und ich kann mir Dinge gönnen. Und ich kaufe mir auch geile Sachen. Und ich fahre auch mein Traumauto. Und ich kaufe mir auch eine Uhr etc. Weil das einfach Spaß macht. Aber ich gebe dem keinen hohen Stellenwert. Das hat nichts damit zu tun, ob ich glücklich bin. Mein Auto, meine Uhr und etc. hat mich kein Stück glücklicher gemacht. Kein Stück. Und ich weiß, dass viele da draußen sich denken. Und die denken sich, krass, wenn ich in meinem Leben mal... Boah, stell dir vor, du hast richtig viel Geld und du kaufst dir dein Traumauto etc. Hey, glaub mir, und ich weiß es, du wirst auf die Fresse fallen, wenn du das glaubst. Weil es macht dich nicht glücklicher. Es stimmt nicht. Es ist wichtig, dass du genug hast, dass du happy bist. Und dass du auch was ausgeben kannst, dass du auf Urlaub fliegen kannst, dass du dir ein paar Dinge gönnen kannst. Das ist absolut okay. Aber man darf nicht denken, dass das Lebensziel ist. Es ist nicht das Lebensziel. Und deswegen ist das so wichtig, was ich am Anfang gesagt habe. Zurückschalten und reflektieren. Nicht immer einen Weg gehen und immer nach vorne und immer weiter, 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 wie diese Fliege, die an die Fensterscheibe fliegt. Sondern zurückschalten, wissen, wieso man macht, wieso man das tut, was man tut, ja. Und einfach den Sinn davon haben. Und das ist bei mir, also ich reflektiere extrem viel und ich schalte so oft zurück. Und deswegen gibt es auch so oft Zeiten in meiner Laufbahn, wo ich einfach 2 Monate kein Video bringe, weil ich einfach Zeit für mich brauche. Ich muss reflektieren, ich will darüber nachdenken, was eigentlich passiert. Zeit für mich nehmen, immer wieder nachdenken, okay, wieso tue ich das, was ich tue? Wie will ich Menschen inspirieren, dass ich immer für euch, für meine Community, der Mensch bleibe, der ich bin, und das werde ich immer bleiben. Mir ist viel wichtiger, dass ich einen Weg langsamer gehe in meinem Leben, aber ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Ich weiß, dass es der richtige Baum ist. Es ist okay, dass ich auf dieser Leiter stehe, und lieber nehme ich mir Zeit, um den nächsten Schritt auf dieser Leiter zu machen. Lieber mache ich diesen Schritt langsamer und bleib kurz auf diesem Brett stehen und weiß, es ist noch immer der richtige Baum. Ich weiß, wieso ich das tue. Anstatt, dass ich irgendwie ein Erfolgs... dass mir der Erfolg zu Kopf steigt und ich immer nur weitergehe, weitergehe, weitergehe und ich komplett aus dem Kopf verliere, wieso ich das überhaupt mache. Und das ist auch der Grund, wieso einige erfolgreiche Menschen kaputt gehen. Weil die das süchtig macht und die wollen mehr und mehr und mehr und wissen überhaupt nicht mehr, wieso sie das tun. Und es erfüllt sie auch gar nicht mehr. Weil wenn dich das erfüllt, was du machst, wenn du einen Sinn dabei hast, wenn du damit irgendetwas geben kannst, was dich wirklich glücklich macht, dann kann dir das ja nicht zu Kopf steigen. Dann kann dich das ja nicht kaputt machen, weil du dahinter stehst, weil du es gerne machst, weil du weißt, wieso du es tust. Das ist... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist so wichtig. Das will ich euch ans Herz legen. Reflektiert, ihr müsst nicht schneller sein als andere. Hauptsache ihr wisst, wieso ihr das tut und dass es das Richtige ist, was ihr wollt. Ich habe so viele Angebote von Firmen, ich könnte das machen, das machen, das machen und ich weiß, dass ich damit viel Geld verdiene, aber das passt gar nicht zu meinen Werten zusammen, wieso ich das hier tue. Dass ich den Menschen, die mir folgen, dass ich die inspirieren will. Dass ich denen etwas geben will. Ich will Leben verändern. Meine Vision ist es, irgendwann 100.000 Menschen hier dabei zu haben, in meinem Team zu haben und denen mit allem, was ich noch machen werde, woran ich auch viel im Hintergrund arbeite, ihr Leben positiv zu verändern. Einfach irgendwo besser zu machen, glücklicher zu machen, gutes Mindset mitzugeben. Das ist der Sinn. Und ich mache nichts, was damit nicht zusammenpasst. Ich werde nicht wahnsinnig durch Erfolg und durch Geld. Es bedeutet mir viel mehr, dass ich jeden Tag aufstehe und ich weiß, ich kann mich in den Spiegel schauen und ich weiß, was ich mache. Und ich glaube, dadurch wissen das auch die Leute und deswegen kriege ich auch so viel zurück, so viel Support zurück. Extrem viel Arbeit stecke ich darin, Menschen zu inspirieren. Und ich weiß, dass sie mir das einfach automatisch irgendwo zurückgeben. Sie holen sich meine Bücher, sie schenken mir Vertrauen, sie kommen ins Team, sie supporten mich. Das passiert automatisch, ich erwarte dabei gar nichts.
Und das ist das Schöne. Das ist das Schönste. Dieses, ich muss erfolgreich sein, ich muss teure Autos fahren und so, das stimmt einfach nicht. Und ich habe auch nie so getickt. Niemand muss wissen oder niemand muss mich als erfolgreich sehen. Mir ist das so scheißegal. Erfolg ist für mich, Menschen was zu geben. Das ist für mich mein Erfolg, nicht finanzieller Erfolg. Ich bin erfolgreich, weil ich so viele Menschen da draußen inspiriere. Oder viele. Das ist mein Erfolg. Und Geld kommt dann automatisch, wenn du etwas aus dem Herzen machst. Aber das darf niemals der Grund werden, wieso du tust, was du tust. Das ist die Gefahr und darin gehen so viele Menschen kaputt. Und wenn da draußen Leute, wenn ihr etwas machen wollt in eurem Leben, macht das aus dem Herzen. Es wird automatisch Geld kommen und macht wirklich das aus dem Herzen mit einem Sinn dahinter, weil euch das glücklich macht und erfüllt. Wie gesagt, das Video hatte nicht wirklich einen Grund. Ich wollte einfach mal aus meinem Herzen reden, was so abgeht, was einen beschäftigt, wenn man Erfolg hat, was die Gefahr dabei ist, was nicht passieren darf, worum es geht, dass man den richtigen Weg geht, dass man lieber langsamer geht, dafür mit dem Herzen dabei ist, dass man einen Sinn haben muss im Beruf. Ja, nicht nur, wenn man selbst etwas macht, generell im Beruf, du brauchst einen Sinn für das, was du da machst. Und dass man nicht danach streben soll, dass es ist kein Lebensziel, Fettkohle zu haben. Es ist kein Lebensziel. Wer das als Lebensziel hat und die ganze Zeit etwas macht, nur dafür, der wird richtig enttäuscht sein wollen. Weil wenn du auch denkst an viele große Erfolgreiche, glaubst du wirklich, ein Fußballer beginnt mit seiner Karriere, damit er mal richtig viel Kohle haben kann? Jeder ganz große Fußballer, der hat Fußball gespielt, seit er 4 Jahre alt ist und liebt das einfach nur noch und es macht ihn einfach glücklich, Fußball zu spielen. Ich wollte einfach mal aus meinem Herzen reden und hoffe, dass ich da mit dem einen oder anderen etwas mitgeben konnte und einfach auch mal die andere Seite zum Thema Erfolg erzählen kann. Danke für all euren Support immer. Ich werde mir immer die Zeit nehmen, um vielleicht langsamer zu sein als andere, mal auch kein Video bringen in Zeiten, wo ich vielleicht mit mir selbst am Struggeln bin. Aber dafür weiß ich, dass mein Herz am rechten Fleck ist, dass ich das Richtige tue, dass ich es aus demselben Grund mache, wieso ich begonnen habe, ja, und dass ich mich dabei nicht verändern werde. Und das ist mir wichtig. Und danke für euren Support. Ich liebe euch. Das alles hier ist mein Leben. Und ich danke wirklich an jeden, der mich immer unterstützt, der supportet, der mir das Vertrauen schenkt. Und ja, einfach meine Arbeit annimmt und mir das zurückgibt, das ist einfach das Schönste für mich.